Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 3. Man sieht, ich habe um 22 Sterne, ich bin jetzt durch die ganze Welt gereist, habe alle Dinger hier gezählt, es sind 24, ich habe aber nur 22 Sterne, das heißt, zwei davon habe ich gar nicht gemacht. Deswegen werden wir im heutigen Video alle nachholen, bis auf dieses eine schwere, wo ich etliche Stunden dran hing. Ich bin kleiner Mario, das heißt, ich kann hier nicht immer wieder was verlieren. Oh. Toll, dass ich die ganze Scheiße jetzt nochmal machen darf. Ich hoffe, ich bin jetzt besser als letztes Mal. Wie es aussieht, nicht. Ja, es wird viele Fails geben. Ich bin am überlegen, ob ich das einfach rausschneide und einfach nur die geschafften Runs zeigen soll, aber... Das ist eigentlich nicht mein Stil, aber gut, ich habe in diesem Let's Play schon so viel rausgeschnitten. Eigentlich kann es mir egal sein. Soll ich? Ich meine, wir haben ja Fails und so weiter schon gesehen. Schauen wir mal, diesen Run mache ich noch und... Ja, okay. Ich glaube, ich schneide es raus. Moment. So, das war der erste. Ihr hört im Hintergrund Toho-Musik. Ja. Ich werde jetzt... Diese Nachholaktion werde ich mit anderer Musik machen, weil ich mich da konzentrieren muss und da ist sowas besser. Oh, das Quiz. Gut, das kann ich noch mit der Melodie. Muss ich im später Lautstärke korrigieren. Ups. Okay, gut. Wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Challenge. So, das war die nächste Challenge. Wir sehen uns dann gleich wieder.
Ja, das war ja einfach. Die grauen Sterne habe ich alle schon. Bäh, Haar im Mund. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Sterne ich alle genau habe. Doll Make of Bucharesti. Toll. So. Wow. Achso, es war das. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Okay. Wow! Shit! Na, ich hoffe, ich schaff's. Toll! Komm her! Nein! So weit kann der nicht ballern, oder? Nee. Gut. Ja, tut mir leid, dass ihr das Lied jetzt hören müsst, aber. Ja, war klar. Ihr seht mich dann beim geschafften Run. So, ging relativ schnell, zum Glück. So, welche Challenge kommt als nächstes? Das da. Okay, ich guck mal rein so. Oh, nö. Nö, ich sehe schon, was da ist. Wobei, warten. Genau. Ich glaube, das habe ich auch schon geschafft, oder? Warten. Gut. Oh, shit. Falsches Timing. Okay, einmal versuche ich es noch. Ich glaube, das schaffe ich gleich. Die Musik ist auch so hektisch machend irgendwie. Nicht so passend für so ein Level. Ah, falsches Timing schon wieder. Nee, einmal noch. Verdammt, diese Musik spornt mich an. Das ist schlecht. Zumindest besser als das. Miau, 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 miau. So ziemlich jedes Lied ist besser als dieses katzenschlachtende Gejaule. Moment, so. Genau. Das war eng! Wow! Das Klavier im Hintergrund. Geil! Toho-Musik, ich liebe sie. Wobei, ich glaube, jetzt wiederholt sich das Lied. Scheiße! Komm her! Verfehlt. Ja, es wiederholt sich. Weg damit! Aber es hat getroffen. Weil ich habe nicht jedes Lied in der Dauerschleife. Vor allem die Toro-Lieder nicht, weil ansonsten hätte ich da ziemlich viel Speicherfressung. Ja, Speicherfressung, das ist ein Wort. Hallo, Bombe! Mach ich Bombe. Oh, den habe ich auch schon. Keine Sorge, ich werde die Musik leiser machen für alle. So, haben wir das. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten.
Puh. Gut, haben wir das auch. Wir sehen uns beim nächsten. Oh, noch eins geschafft. Und mir ist gerade aufgefallen, das wäre auch eine geile Kampfmusik. Aber gut, weiter zum nächsten. So, auf zum nächsten. So, wo ist meine Maus da? Weiter zum nächsten.
Mit dieser Musik macht das viel mehr Spaß. Woher kommt das bloß? Ja gut, es ist Toho-Musik und Toho-Musik ist gute Laune-Musik. Fetziger Jazz, wer mag das nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die keine Jazzmusik mögen. Keine Ahnung. So, ein Stern fehlt. Ein einziger.
Endlich geschafft. Zum Maiden's Capricorn. Toll. Das war mein Aufholvideo. Ich werde das Spiel jetzt erstmal die nächsten Tage nicht anfassen. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Und ich werde das Spiel definitiv nie wieder spielen, sobald ich es beendet habe. Das war Super Mario Origins 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.